Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Train Sim World 3. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um die Niddertalbahn, die am 23. März erscheinen wird für Train Sim World 3 von TSG Train Sim Germany gebaut. Im Zeitraum über anderthalb Jahre, glaube ich. Und ja, da kam ein schönes neues Video auf dem Kanal von Train Sim World raus, nämlich 10 Features in 10 Minuten von der Niddertalbahn, und da gucken wir doch mal rein. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Videobeschreibung für alle, die das in Ruhe gucken wollen. Ich werde natürlich meinen Senf hier dazugeben und zwischendurch auch mal pausieren, wenn ihr das in Ruhe gucken wollt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Legen wir mal los. Ah, der Sound ist schon schön. Nummer 1 ist natürlich die Baureihe 628.2. die mitgeliefert wird hier in dieser mintgrünen Lackierung. Sehr, sehr cool. Ah, guckt euch mal dieses Flair an. Ja, das ist so richtig schönes Nebenbahnflair, hier durchzufahren. Das ist, hier sehen wir den Innenraum, also viel neues Videomaterial. Also da hat TSG schon richtig, richtig was rausgehauen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Hier auch Sonnenunter- oder Aufgang. Sehr geil. Also da kommt schon wirklich Nebenbahnflair auf. Dann aber als Nummer 2 die Baureihe 365, die mitgeliefert wird, die auf der 363 basiert, aber einen komplett neuen Führerstand quasi spendiert bekommen hat. Was heißt komplett neu? Halt für die Zeit passend, in der die Strecke spielt. Spielt ja 1992. Auch schön hier mit den Formsignalen und diesen. Herrlich. Und das ist doch Telegrafenmast oder ist das eine Stromleitung? Ich glaube, das sind Telegrafenmasten, ne? Schaut euch das an. Das wird so genial. Ich bin ja kein Fan von kurzen Strecken. Aber guck mal hier, das Detail. Wir gehen mal ganz kurz ein paar Sekunden zurück. Das Detail hier an dem Bahnübergang. Das Andreaskreuz ist einfach hier demoliert. Diese kleinen Details, die machen die machen halt die Umgebung einfach lebendig. Sowas liebe ich. Nicht einfach Copy und Paste Andreaskreuz dahin, sondern wirklich auch mal was anderes als immer nur dieselben. Dann haben wir ja die ES50 Waggons, die auch mitgeliefert werden. Die werden jetzt hier noch mal kurz vorgestellt. Okay. Wie nah kann man ranzoomen? Ja, ich denke, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Das sind halt, ja, Güterwaggons. Auch schön hier an der Seite, da wurden ja die Papiere dann reingesteckt. Quasi von dem Zugverband, wo er hin soll, oder jeder Wagen, wo er hin soll, wo er herkommt, etc., was geladen ist. Ja, dann haben wir die Stationen, die Bahnhöfe. Hier haben wir Stockheim. Boah, das ist. Ich meine, wir sind hier in einem Zugsimulator. Schaut euch das an, wie idyllisch das ist. Das sieht. Na, man muss sich das immer mal vor Augen halten. Wir sind hier in einer Zugsimulation. Und dafür sieht das einfach absolut bombastisch aus. Wo wir hier sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Hier wieder ein Stockheim. Aber TSG hat es halt wirklich, wirklich hinbekommen. Zumindest von dem Material, was wir
bisher sehen konnten, diesen Nebenbahnflair wirklich einzufangen. Hier sind wir in Lindheim. Ganz schlichter Haltepunkt. Und dann haben wir die manuell bedienbaren Bahnübergänge. Das finde ich auch eine ziemlich coole Sache. Da muss man dann anhalten. Muss hier einmal ja, so tun, als würde man bedienen. Und dann gehen die Schranken runter und die Lichtzeichen gehen an. Und dann kann man weiterfahren. Das haben wir ja auch so in der Art beim Brennitzer Linienstern im Train Simulator. Und auch die ganzen neuen Bäume, Büsche, Gräser, was hier verwendet wurde, diese ganzen neuen Assets. Ich hoffe, dass Starfield Games das auch benutzen wird in ihren zukünftigen Strecken. Es ist einfach erfrischend zu sehen, was auf dieser Strecke alles verbaut wurde. Nicht immer nur die gleichen Bäume und die gleichen Gräser. Ist halt wirklich, wirklich genial. Und dann diese Büsche hier im Vordergrund. Dann haben wir Stellwerke und Signale. Das ist hier das Stellwerk in Stockheim. Schön oben noch mit den Blumenkästen dran. Das muss natürlich so sein. Ja, wir haben. Ich weiß gar nicht, ob wir Lichtsignale haben. Irgendwo auf der Strecke. Oder ob wir wirklich nur diese mechanischen Signale haben, diese Formsignale. Auch der Sound, wenn sie sich stellen. Okay, hier kann man sogar an den Signalen die Signallampen heben und senken. Den Sound wird man wahrscheinlich nie hören, aber es ist einfach mega. Hier, Weiche, die gestellt wird. Und dann haben wir Felder und Laub. Und das meine ich halt. Also vom Detailgrad her wird die Strecke wirklich das Nonplusultra werden. Ist so hübsch alles. Allein die Einstellung hier. Aber wir scheinen sogar hier Bäume zu haben, die gerade am Blühen sind im Frühling. Ich bin absolut begeistert. Ich bin ja, wie gesagt, kein Fan von so kurzen Strecken. Dann auch noch eingleisig. Aber ich freue mich so sehr auf diese Strecke. Ich würde sogar sagen, mehr als auf die linke Rheinstrecke. Bin mal gespannt, was ihr schreibt. Hier diese weiten Felder, auch dass man die weite Sichtweite hat hier. Was soll ich sagen? Ihr seht es ja selbst. Ja, Spring Blossom. Übrigens, guck mal unten rechts, da steht nicht Train Sim World, da steht Tran Sim World. Ah, Schreibfehler. Passiert auch dem Besten. Ja, wir scheinen auch diesmal wirklich im Frühling dann auch blühende Bäume zu haben. Was ja eigentlich normal sein sollte, wenn man auch den Frühling einstellen kann. Aber TSG hat da wirklich mal ne, gedacht, ja stimmt, sollte man vielleicht mal einbauen. Auf die Idee kam DTG bisher leider noch nicht. Ja, aber den Preis wird natürlich wieder gestritten. 36 Euro. Ich bin einfach müde von diesen Diskussionen. Das ist Iconic Views, ja, ich denke mal, dass man wirklich wunderschöne Screenshots machen kann. Ja, war jetzt im Racing Forum auch wieder. Sollte doch jeder die Möglichkeit haben, sein Hobby auszuüben und es ist ja kein elitärer Club. Ich habe dann halt geantwortet, dass ich würde auch gerne Porsche fahren, aber kann es mir nicht leisten, muss halt VW fahren. Das Leben ist nicht fair und nicht jeder kann sich alles leisten und wenn jeder hier die Möglichkeit haben sollte, auch jede Strecke und jedes Fahrzeug zu fahren, da müsste alles kostenlos sein. Weil selbst wenn die Strecken nur 10 Euro kosten, gibt es Leute, die sich das nicht leisten können. Und deswegen fand ich die Aussage ein bisschen, ja,
absurd. Und jeder hat ja ein anderes Verständnis von Preis-Leistung. Soll auch Leute geben, die gehen jeden Tag zu McDonald's, weil das für sie das beste Restaurant der Welt ist. Ja, und von der linken Rheinstrecke werden ja die 110 und die 103 reingeleert, also als KI hier auf der Strecke unterwegs sein, natürlich nicht auf dem Streckenabschnitt ohne Oberleitung, sondern ja, dann wahrscheinlich in Bad Vilbel werden sie euch begegnen. Und ich habe gesehen, vielleicht sieht man das hier noch auf Screenshots, dass es hier mechanische Zugzielanzeigen auf den Bahnhöfen gibt, was ja angeblich DTG nicht umsetzen konnte für die linke Rheinstrecke. Aber anscheinend hat TSG es ja geschafft und man hätte sich ja da bedienen können. Hat aber leider ja, DTG nicht gemacht. Hat einfach gesagt, nö, war zu umfangreich, haben wir nicht gemacht. Ja, schade. Ah, hier ist Heidenbergen-Windecken. Okay, da haben wir dann auch die 110er. Ja, ziemlich genial, wie ich finde. Super, super Sache. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir gerne mal rein, ob ihr euch auf die Strecke auch freut. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wirklich sehr geniales Bildmaterial, was wir da wieder zu sehen bekommen haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.